Hallo und herzlich willkommen hier bei filmview.de und damit geht es jetzt um Shaun of the Dead. Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient Ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Falls Sie in eine bedrohliche Situation geraten, ist es wichtig, dass Sie nicht in Panik ausbrechen. Oh, verdammte Scheiße! Um Himmels Willen, sein Arm ist ausgerissen! Versuchen Sie, unbemerkt zu bleiben, damit Sie nicht entdeckt werden. 2 Sekunden. Benutzen Sie Waffen zu Ihrer Verteidigung. Mann, nein, nicht meine zweite LP! Nein! Purple Rain? Nein. I Know the Times? Auf keinen Fall. Dire Straits? Gib Feuer! Und denken Sie dran, um die Angreifer aufzuhalten, müssen Sie ihnen den Kopf entfernen oder das Gehirn zerstören. Geht klar. Hey! Nein, das bringt nichts. Sind Zombies da draußen? Sag das nicht. Warum nicht? Weil das lächerlich klingt. Ich komme! Da sind sie! Vorsicht! Haben Sie sich wehgetan? Shaun of the Dead, eine romantische Komödie. Ach, Gott sei Dank. Mit Zombies. So, das war doch ein schöner Trailer zu Shaun of the Dead. Und jetzt kommen wir auch gleich zur Bewertung des Films. Bei dem Fun-Faktor haben wir uns entschieden für 8 von 10 Punkten, da der Film einfach unglaublich lustig ist, auch wenn man den Trailer schon gesehen hat. Es wurden nicht alle Witze schon im Trailer verblasen, sodass es immer noch lustig ist im Film. Bei der Action haben wir auch 8 von 10 Punkten, da es einfach Spaß macht zuzusehen, wie die ganzen Zombies gekillt werden. Und ja. Bei der Story haben wir auch 8 von 10 Punkten. Ist ja bei Zombie-Filmen immer so eine Sache, aber ja, gut. Bei der Besetzung haben wir 9 von 10 Punkten, da man diese Besetzung mit seinem Pack einfach nicht besser machen kann. Er ist einfach in diesem Film eine der besten Besetzungen. Das macht insgesamt 8 von 10 Punkten, also eine Empfehlung für euch. Lasst es mich hören, wenn euch der Film gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.